Am Schloss Neuschwanstein attackierte ein Tourist am 14. Juni 2023 zwei amerikanische Urlauberinnen. Eine der zwei Frauen ist dabei ums Leben gekommen. Der 31-jährige Mann muss sich seit Montag, 19. Februar, wegen Mordes, Vergewaltigung mit Todesfolge und versuchten Mordes vor dem Landgericht Kempten verantworten. Der Angeklagte hat ein vollständiges Geständnis abgelegt. Gemäß Anklage hat der ebenfalls aus den USA stammende Tourist die beiden Frauen während einer Wanderung in der Nähe der Marienbrücke in Schwangau aus sexuellen Motiven heftig attackiert. Nach dem Übergriff verlor eine 21-Jährige ihr Leben. Ihre ein Jahr ältere Begleiterin erlitt erhebliche Verletzungen. Der US-Amerikaner soll die jüngere Frau erdrosselt und vergewaltigt haben. Zudem soll er beide Opfer einen etwa 50 Meter tiefen Abhang hinabgestoßen haben. Für das Gerichtsverfahren sind zunächst 6 Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte daher Mitte März gefällt werden.